So, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Captain Toads Trailer Tracker. Und bevor wir in die nächste Welt gehen, kommt noch dieses Bonusspiel. Und mal gucken. Wir gehen mal wieder links. Und diesmal ein bisschen schneller. Ganz viel. Ja, weiß nicht, ob wir noch einen Rekord haben. Ja, okay. Okay. Und ja, dann gehen wir jetzt ins nächste Level. Ins zweite Buch nämlich. Und wir starten dasselbe, nur der Tag ist etwas später. Oder es ist etwas später am Tag. Und jetzt laufen wir wieder mit Toad dahin. Das ist wieder dieses Testlevel mit dem Toad und der Toadette und dem. Und ja, kann man hier noch irgendwas sehen, außer dass die Sonne schon halb untergegangen ist. Naja, bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich will aber nicht. Ich will den Stern nicht einsammeln. Sagt die so hierher, egal, wir machen das jetzt einfach. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich immer so viel Scheiße mache. Aber einmal werde ich noch anhören. Hallo. Werden wir es später nochmal spielen. Weihnachtsbaum-Fan. 3, 3, 1. Sein YouTuber gibt's bestimmt. Oh mein Gott, was passiert? Nein, nicht tot, nein. Nicht dasselbe und umgekehrt. Again, 2. Und er fliegt davon. Captain Toad Treasure Tracker. 2. Toadette Treasure Tracker. Captain Toad wurde entführt. Und cooles Bild. Dann würde ich sagen, es geht direkt los mit der große Rutschen. Rutschenberg. Ja, cool. Das ist ganz cool gemacht. Da hinten ist ein Chuck. Oh. Oh! Oder haben wir den ersten Metall-Edel. Was? Edelmetall, Alter, was lache ich da? Den ersten Kristall gefunden. Von Gap Dopes 3 Jours. Und du hast jetzt mal geklatscht. Und man kann die Rutsche nicht hochlaufen. Nee. Kann man echt nicht. Oder vielleicht doch? Nein. Okay. Das ist aber lustig. Oh, nicht runterfliegen, Toadette. Auf dem Spielplatz mit Toadette und ja, das ist spaßig. Dass wir es jetzt auch einmal machen. Und jetzt hoch geht. Das ist voll behindert, weil wenn die Kamera so behindert gedreht, das musst du halt trotzdem nach oben gehen, um hoch zu klettern und dann direkt wieder anders. Und dann
kommt sie so durcheinander. Dann wird der jetzt mal geknatscht. Und gerutscht. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Und er braucht zwei Hits. Und er hat das frei gemacht. Ist der dritte? Nein, es ist nur ein Edel-Dings. Okay. So, machen wir lieber so, damit wenn ich die Trap runterrutsche, da hinten ist der letzte Edel-Metall. Ja, jetzt müssen wir nur die Rutschborn überstehen. Da oben ist ein Goldpilz. Kommt man wahrscheinlich nicht dran, nur von oben. Das ist wahrscheinlich die Bonusaufgabe. Die werden wir dann nochmal schnell machen, würde ich sagen. Yay. Yeah. Komm. Das zeige ich euch, wenn es weit geht. Ey. Das müsstet ihr doch sicher erzählen. Auf jeden Fall sehen die Level schon deutlich komplizierter aus. Und ja. So, ab geht die Post. Schnell, bevor der Typ uns hier... Oh, Scheiß. Scheiß Steuerung, ey. Boah. Das sieht man ja vielleicht, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann will die direkt wieder runtergehen, wegen... Wegen, you know. Und ja, jetzt müssen wir... einfach runterfliegen. Safe Landung. Münzenfarmer. Und den Gold. Jetzt hätte ich den jetzt nicht eingeladen. Dann wäre ich richtig ausgerastet. Toadette. Wer ist Toadette eigentlich? Toadette. Toadette. Oh mein Gott, wir haben Stempel. Auf dem Holzweg ans Ziel. Ja, das ist Super Mario 3D World. Ja, okay, da ist nichts. Manchmal sind auch einfach nur toller Lollwege. Okay. Wenn wir mal gucken, ob wir, wo wir mit dem Schlüssel hin müssen. Hier hin. Der erste. Okay. Wo stehen wir jetzt? Hier schön irgendwo. Da unten sind Items. Und ja. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ist die Frage, die man sich natürlich stellen mag. Und die kann ich euch beantworten. Nämlich wieder zurück. Hier und dann müssen wir gucken. Also, mit was? Alter, das ist schon scheiße. Jetzt müssen wir warten, bis das Vieh weg ist und dann müssen wir da zurücklaufen. Come auf Toilette. Aber weiter als sie dürfte die doch nicht kommen, oder? Wenn. Boost. Was? Das war dumm. Das war ziemlich behindert irgendwie, ne? Ja,
Wenn wir jetzt mal anders reden. Nein. Ich war nicht fast genug. So. Vielleicht können wir das Vieh so bewegen. Ja, da müssen wir gar nicht runterspringen. Haben wir noch Weg gespart, um es dir richtig zu zeigen, dass was das für ein Idiot ist. Oder das war ziemlich blöd, was ich gemacht habe. Idiot. Ja, damit kann man die Pflanze jetzt zerstören. Kann man die auch so zerstören. Ach, so kann man. Ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Das ist zwar ziemlich blöd, aber das habe ich jetzt einmal gemacht. Na, da ist schon das Tier. Unten wird da noch was sein. Nämlich hier bei diesem Idiot. Okay. Little to dead. Wie sieht die denn aus? Okay, und jetzt geht's ab zu ja, zum Ziel, oder? Na naja, egal, da kann nichts mehr sein, ne? Außer. Naja, die Bonusaufgabe. Da ich den Part schon bei Dom Dendo gesehen habe, weiß ich. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß, dass die Bonusaufgabe. Ach scheiße. Ist alle Piranhas zu besiegen. Hab ich eigentlich alle besiegt? Das ist ja richtig schwer. Habe ich alle anderen sonst besiegt? Ach, dann werde ich das jetzt nochmal in Angriff nehmen. In Angriff nehmen. So. Yes. Da haben wir ihn. Alle Kriegsbrenner besiegt. Juhu. Da ich das wusste, habe ich gedacht, mache ich das doch direkt. Und da machen wir natürlich noch ein Level. Lorenfahrt im Abendrot. Komm schon jetzt da. Auf jeden Fall kann ich euch natürlich nicht zeigen, aber. Kann euch natürlich nicht zeigen, aber was laber ich da? Ich kann auf jeden Fall nicht zeigen den Gamepad-Perspektive, aber das ist ja hoffentlich nicht so allzu schlimm. Alles außer dem Power-Treffen, genau. Das Land wieder weg. Und das Level brauchen wir. Ach, man kann da auch die Kamera holen. Ich weiß nicht, vielleicht. Wo ist der letzte Juwel? Den habe ich Betten jetzt übersehen. Egal, machen wir es nochmal. Ja. Da ist ein Secret, das brauchen wir nicht. Did it. 140. Das schaffen wir. Aber ich habe natürlich nicht alles hinbekommen, weil es zu schlacht war. War der nicht? Egal. Aber ich wollte. Ich glaube, ich habe da so eine Ziehpflanze oder so gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Pistik, Pistik. Oh, ein Treffer. Ego-Shooter, Captain Toad. Okay, jetzt wird es wichtig, die Münzen und natürlich den dritten Juwel. Zu treffen. Ja. Okay. 140. Scheiße. Egal, dann halt nicht. Egal. Okay, das hat, war ziemlich bescheuert, aber wir haben die 100 Münzen nicht geschafft. Ist mir aber egal, Nebelose Zeichen im Hinterhof machen wir jetzt noch. Hoffentlich ist das nicht so ein langes Level. Achso. Läuft bei mir. Okay, okay, okay. Jetzt mal hier den Weg finden. Okay. Okay, das war ja schon der zweite. Jetzt muss man da unten irgendwie hinkommen. Also. Hallo. Okay. Wir sehen. Ach, das ist ja nett von euch. So macht man das, Leute. Wenn man erstmal keinen Plan hat. Ach so. Und hier ist wieder der Drache. Nicht der Drache. Ja, kann man so sagen, ne? Aber egal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn er wieder nicht so ganz so toll war. Alle Schlammschlüffe besiegt. Ja, wahrscheinlich. Das mache ich noch, aber nicht jetzt. Und dann hoffentlich hat euch der Part gefallen. Sonst sehen wir uns im nächsten Part nicht. Weil erst machen wir Münzenrausch. Ich glaube, das sind neue Spiele, deswegen nehmen wir aber trotzdem die Dark Souls. Weil. Was kann? Okay. Crazy shit. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da, dann geht's nächsten Part mit Gib nicht auf, Toadette weiter. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.